Auf jeden Fall die Cutscene, gerade mit diesem Theater, ist sehr interessant. Wirkt für mich erstmal so ein bisschen wie, dass diese Rasse so ein bisschen einen auf Squid Game macht, ne? Und alles nur zum Entertainment da unten kämpfen lässt, ne? Aber die Charaktere haben mich alle so ein bisschen an alte Charaktere aus den alten Spielen erinnert. Ob das so die Reinkarnationen von denen sind in der neuen Welt und all sowas. Das sehen wir bestimmt noch. Aber ich krieg leckere Häppchen als Xenoblade-Fan die ganze Zeit vorgelegt. Gerade, es fing an mit Van Damme und es wird immer besser. Auch die Charaktere, die wir hier alle in der Party haben, sind auch alle ähnlich zu anderen alten Charakteren. Also nicht alle, oder ich weiß ja nicht die ganzen Ähnlichkeiten, aber zum Beispiel die Telethia rechts erinnert mich ein bisschen an Melia. Unser Main-Character natürlich so an Schalk, ne? Allein wegen dem Rot und das rote Schwert und so. Lanz, wirkt halt auf mich bisher nur wie ein Tank und der ist halt auch so dieses Schwarz-Weiß. Ich weiß auch noch nicht, was das für eine komische Rasse ist. Bei Nopons gab es halt neben Xenoblade. Die. Wie hieß sie? Senna? Senna, genau. Senna hat Haare ähnlich wie Bridget. Mio sieht sehr stark wie Nia aus. Und der letzte Typ. Beim letzten. Da weiß ich auch noch nicht. Da bin ich mir auch nicht ganz sicher. Okay, sind alle bereit? Ja. Manana hat viel Hopfi eingepackt. Ich muss schon sagen, diese Kleidung ist gar nicht mal schlecht. Dann ist man echt beweglich. Oder hier Flex mit seinem 8-Pack. Holy. Will ihr nicht? Also die haben direkt Synergy. Das kommt einfach davon, weil die beide richtig auf Muskeln und trainieren und Gewichte stehen. Und da muss ich mich einfach dazu zählen, ne? Und muss einfach sagen, Senna und Lanz, beides sehr nette Charakter. Doch, auf jeden Fall. Sagen wir mal so, ich würde gerne mit denen mal so, ne, so eine Runde Kraft-3-Kampf ein bisschen trainieren, ne? Und so in der Richtung. Diese City, die wir finden sollen, das wird eine weite Reise. Den mag ich bisher am wenigsten, aber der soll, glaube ich, auch so sein bisher. Vom Character-Riding her. Dass er halt der sture ist. Ich meine, Lanz war auch stur, aber der ist inzwischen schon mit Senna warm geworden. Also, alles gut da. Das hier wäre eine mögliche Route nach Süden. Seht sie euch mal an. Bing, bing. Danke, Tyon. Ui, Hab ja ganz schön praktische Daten. Also zuerst durch die Höhlen und dann in Richtung Milligfelder. Okay, auf geht's. Da haben wir jetzt ein fucking Sechser-Team von Boys and Girls? What? Anderen Charakter steuern. Halte ZL und verwende LR, um einen anderen Charakter zu steuern. Ein Wechsel ist sowohl beim Erkunden als auch im Kampf möglich. Are you kidding me? Hello? I'll do my best. I'm your guy. I'll take point. Ich spiele erstmal sie. Und die generell vom Design her passt das alles so nice, ne? Also auch die neue Kleidung an jeden. Ding sieht halt komplett aus wie Schulk. Die trainiert. Es läuft hier bauchfrei rum. Unser Boy mit hautengem Tanktop. Und Tanktop-Jacke, um seine Arme rauszuholen. Aqua, dabei trainieren sie beide auch schon wieder. Und sein 8-Pack hier am 8-Pack am Flexen. Nia mit der stylischen Jacke. Passt alles sehr schön. Gefällt mir. So. Gurav Lava Lager. Da gehen wir mal direkt ran. Ich frage mich echt, ob wir jetzt im Kampf mit 6 Leuten da sind. Ich bin kurz im Chat disconnected. Ich hoffe, da geht alles noch. Stufen steigern. Nice. Mit Plus konnte ich direkt alle aufleveln. Das ist sehr gut. Alle sind 12 bis auf Juni, Noah und Lanz. Also, ja, okay. Alle Dingens-Charakter sind auf 12, 13, 13.
Na, guck mal. Bisschen trainiert, dann speichern wir natürlich. Und Kleidungsstücke einmal säubern, bitte. Yes, yes. Let's bounce. Ah, also das Spiel geht schnell voran. Gefällt mir sehr, sehr gut. Gefällt mir sehr, sehr gut. Wir machen mal Navigation an. Let's go, ab in die Höhle. Ich wollte eigentlich schon länger eigentlich Schluss machen, ne? Aber irgendwie fesselt mich das Spiel jetzt zu sehr. Goddammit. Wie lange spielen wir jetzt schon? Also 6 1/4 Stunden. Ja, muss. Fühle ich gerade. So, und jetzt? Oh mein Gott, wir haben 6 Mitglieder. In einem Kampf. Willst du mich nicht verarschen? Oh mein Gott. Oh mein Gott, sind wir stark. Oh mein Gott. Oh mein Gott, ist das nice. Alter, das... Alter, 6 Leute im Kampf. Oh, okay. Ja. Holy shit. Umgeworfen, Leute. Das macht ihr sehr gut. Container öffnen. Ach cool, dass wir jetzt so Outlaws sind. Momentan. Bam, bam. Ich kann halt jederzeit, guck mal, ich kann jetzt zum Beispiel einfach mal auf sie ändern. Weil wir haben ihn noch nicht gespielt. Wir haben ihn zum Beispiel noch gar nicht gespielt. Dann lass mal gucken, was er kann. Ätherabwehr runter. Ja, Attacken sehen cool aus. Dann haben wir einmal Flächenheilung. Und Kraftfeld, wo man dann ausweichen kann. Wechseln wir mal einfach mittendrin mal auf Lanz, ne? Warum nicht? Die Aggro taken. Wir haben auch ein sehr, sehr schönes Schwert. Sie ist die Attackerin von den Dingens. Rückprall. Damit schicken wir wirklich Gegner fliegen, ha? Boah, fühlt sich das gut an. Oh, das Spiel fühlt sich so gut an gerade. Ich glaube, das soll auch so sein, dass man sich gerade nachdem man sich so zusammenfindet, dass man sich dann sehr, sehr stark fühlt. Später gibt es wahrscheinlich dann auch wieder Kämpfe, wo wir dann mit weniger Leuten sind und die Kämpfe werden an sich einfach mal ein bisschen angepasst, dass die schwieriger werden, aber das sehen wir dann ja noch. Ich frage mich, warum Mio da mithilft bei Senna und nicht Lanz und Senna das machen. Hätte ihn mehr gefühlt. Und ihr Charakterdesign auch voll nice. Ich finde generell so, das ist auch bei Poppy in League of Legends, so kleine Charakter mit so einer riesigen Hammerwaffe, passt irgendwie. Ich weiß nicht warum. Feier so Charakterdesign. Und dass sie dann auch immer so die strongen Schützer, Angreifer sind, sehr, sehr cool. Was sagt die Karte? Da hinten gibt's was zum Entdecken erstmal. Wollt ihr kämpfen? Nee, ne? Ja, wir sind schon stark, Leute, ne? Ja, das ist nicht der richtige Weg, aber guck mal, was es hier gibt, Minion. Ein Prüchen. Blub, blub. Okay. Ah, okay. Eine Abkürzung. Sehr schön. Okay. Also wenn wir nächstes Mal da unten sind, können wir hier einfach nach oben kommen. Müssen nicht diesen Umweg gehen. Okay, wir haben zwei. Passt auch sehr gut. Wir haben 2 Heiler, 2 Defender, 2 Attacker. Sehr, sehr nice. Getümfossil. Oh. Es ist Zeit für den. The Legend of Zelda Breath of the Wild Moment. Let's go.
super, super hübsch auf jeden Fall. Das Gebiet gefällt mir schon viel mehr. Es ist ein bisschen sehr fröhlich, aber es passt. Sorry, da wollte ich gar nicht hin. Ziemlich auch, also ich glaube, das sind wahrscheinlich aus Xenoblade Chronicles 2 die ganzen, die ganzen Titans, die da im Hintergrund sind. Und das Schwert ist aus Xenoblade Chronicles 1, was von dem Bionis und dem Mekonis. Oder das Schwert war von Mekonis, der den Bionis mit dem Schwert getroffen hat, glaube ich, ne? So, gib mir das. Ja, ein bisschen auszoomen wieder. It'll be a long journey before we reach the great sword. Ha! Everything's gonna be fine, Mimi. Hang in there. Let's go. Hey guys, could I have a moment? Meh? Hm? Yeah? What's up? There's something that I forgot to tell you. It's about who in charge of Din Din duties? No. From now on, I want us to avoid combat as much as possible. So, Kevez, Agnes, if either of them decide to put up a fight, don't kill them, okay? Not saying I'm against the idea, but why? Guess it'd suck having to draw on our allies. Do we just knock them out cold or something? Or get them to surrender. How kind of you. Huh? I'm sure our past victims will appreciate that. You little... We don't need to take any more lives. There's no point. There's a reason we met. There has to be. Huh? You think? Back then, if we hadn't met each other, we wouldn't be here like this now. Even though we're being chased. By both nations at once. We get chased, we run. Easy. A smart new decision. We'll keep on running. To that sword. Talk about bad blood. Just give it time. It's early days. Maybe so. Funny pattern you got there. You can talk. You've got those shiny chest doodads. We've always had these. You know, I've never even thought of myself as strange before. So many things. Taken for granted. We're pretty different, huh? Worlds apart. No one's worlds apart. If anything, we should be questioning all that we've thought to be true. Differences are all a matter of perspective. Our skeptic. Hey, are you always like this? Of course. It's my nature. Personally, I think it's easier to take things at face value, you know? Now, wouldn't that be nice? Huh? You making fun of me? All I said was, it would be nice. Oh, no you don't. You just call me an airhead, you jerk. This is just... How long are you going to drag this out? For as long as I spark you need to. Until you come clean, Four Eyes. I can't believe this. Someone shoot me. Ich finde es, by the way, auch interessant, dass die drei Main-Charakter, mit denen wir angefangen haben, dass die ihre Sachen aufladen über Zeit und indem sie die Sachen richtig machen und so. Und die drei, die danach dazu kamen, mit Auto-Attacks, ziemlich sehr, die drei, die wir am Anfang hatten, die haben das Combat-System ähnlich wie bei Xenoblade 1 und die drei anderen von Xenoblade 2. Also ich kann mir gut vorstellen, dass es wirklich halt drei Blades sind, glaube ich, hießen die damals, oder? Weiß ich jetzt nicht mehr ganz genau. In Xenoblade 2
Senna, Mio und der andere Typ, der Origami-Typ, dass die so Blade-artig sind und aus der Welt von Xenoblade 2 kamen und wir drei aus den Welt von Xenoblade 1, wir jetzt hier zusammen da sind, alles. Sehr interessant. Was ist das? Mimi, siehst du den Veronis da beim Felsen? Komm. Wir hatten keinerlei Informationen darüber, dass sich in dieser Gegend hier eine Kolonie befinden könnte. Oh. Guck mal genau hin, Noah. Der ist doch. Ja, dieser Phoronis hat einige Intervalle auf dem Buckel. Sieht nicht aus, als wäre der noch in Benutzung. Meint ihr, wir können uns drauf verlassen? Jetzt machen wir uns mal keine Angst. Tut mir leid. Wofür entschuldigst du dich denn? Frage mich, ob da noch irgendwelche brauchbaren Vorräte zu finden sind. Die Möglichkeit besteht. Da ohnehin auf unserer Route liegt, können wir ja mal einen Blick riskieren, oder? Ja, sehen wir uns das mal an. Nice. Heißt, wir haben jetzt wieder ein Ziel. Oh, sorry. Da wollte ich nicht hin. Zoom. Sorry. Zwei 14er Glücksgegner. Arroganter Rogel. Kommen Sie mal her. Frontalangriff, Rückruf. Das hat Rückprall. Ein Seitenangriff macht das damit mehr Schaden, I guess, ne? Bumm. Bumm. Oh, aua, 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 aua. Oh, wait, wir haben relativ viele Gegner hier, Tatsache. Seitenangriff. Ist lustig, dass wir da auch so ein Dingens machen können. Dumbbell. Eine gute alte Kurzhantel, ja. Welchen greift mir denn an? Den mal aus, sorry. Bin gerade noch ein bisschen verwirrt, weil hier so viele Sachen auf einmal da sind. Okay. Wieder seitlich. Bam. Gott, Mio, Juni. Okay. Langsam werden sie geheilt, sehr schön. Und noch unseren letzten Gegner. Regeneration haben wir drin. Sollten wir eventuell drin stehen? Wird wieder Charakter mal wechseln. Ich glaube, ich würde hier erstmal für heute Tatsache dann Schluss machen. Dann bewegen wir uns. Oh nein, das. Nein, der klassische Affengegner, der einen one-shottet am Anfang des Spiels. I love it. Ich würde hier Tatsache Pause machen für heute. Oder Schluss für heute. Wir haben auch gut gespielt. Wir haben ja 6,5 Stunden haben wir jetzt hier verbracht. Wir gucken uns nochmal die Charakter an und gucken, was wir da noch so machen können. Aber ich glaube, das war's dann auch für heute. Ausrüstung, was haben wir noch bekommen? Erzielt 70% mehr Schaden bei Gegnern, die den Gegner, den Charakter anvisieren. Das könnten wir ihr eventuell geben. Was hat sie momentan? Auf geschleuderte Gegner um 5%. Ja, nee, dann nehmen wir lieber das hier. Was hat er denn? Heilkraft und Agilität. Das passt, glaube ich, dann erstmal so. Also, wir haben noch irgendwas anderes bekommen. Was ist das denn hier? Angriffe auf Gegner auf Höhe. Ja, okay, nee, das ist nicht so interessant.
Talente, Technik können wir jetzt auch gucken. Sehr schön. Okay, wir gucken erstmal bei Mio. Was hat sie momentan drin? Mehr Wut, erzielt 5% mehr Schaden bei Gegnern, die den Charakter anvisieren. Weicht während Technik, fand ich angriffen aus, aber senkt dafür die Crit-Rate. Die Balkenaufladung davon ist sehr gut. Was haben wir denn hier noch? Zielzwang macht das und erhöht Ausfallrate um 30%, aber reduziert ausgeteilten Schaden. Glühender Ring klingt gar nicht mal so schlecht. Zielzwang. Dann machen wir das mal rein, den glühenden Ring. Dann gucken wir bei ihm. Was hat er? Ether-Abwehr runter. Das würde ich wahrscheinlich rausnehmen, oder? Aufladen durch... Achso. KP-Heilung, Kraftfeld. Das hier klingt nicht so. Was haben wir denn noch? Ausweichen runter für den Gegner oder Schlaf. Ja, nee, die beiden sind nicht so interessant für die meisten Gegner, denke ich mal. Was haben wir bei ihr? Sondereffekt Rückwurf, ja. Zielt bei seinen Angriffen 100% mehr Schaden und Rückprall. Dafür macht er sehr viel Schaden. Was haben wir denn noch? Kanonenkugel. Erhöht Schaden bei Angriffen auf ohnmächtige Gegner. Das könnte Tatsache gar nicht mal so schlecht sein. Was haben wir noch? 180. Angriffe können nicht geblockt werden und ausgeteilter Schaden wird um 20% erhöht. Ich würde, glaube ich, die Kanonenkugel reinmachen. Yes, yes. Missionen. Komischerweise haben wir immer noch die Collecticon-Karten. Sehr, sehr komisch. Items. Ja, alles abhaken. Okay, gut. Aber hier machen wir dann erstmal für heute Schluss. Schnell speichern. Und dann sehen wir uns hier das nächste Mal.